Und zwar, ich habe ja hier eine Nexus, eine Arbeitszeit liegt die ab hier so aus einem kleinen Kinderrad, so einem ziemlich schweren. Und da bitte ich doch nochmal, dass das nochmal hergebracht wird, weil nämlich beim Aufräumen tatsächlich, ohne Scheiß, kann ja immer passieren. Ne? Beim Aufräumen hier, ich habe hier schön aufgeräumt, aufgeräumt, aufgeräumt. Auf einmal finde ich hier so, liegt hier hinten so ein Scheibchen drin. Und ich weiß, dass so ein Ding auch in der Nexus drin ist. Und ich bin mir jetzt tatsächlich nicht mehr sicher, habe ich die Scheibe darin gedrückt oder nicht. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich meine, wir haben hier schon einige Namen. Und hier liegt ja ein Haufen Zeug immer rum. Aber jetzt habe ich das eben so gemacht und denke mir, hast du die da eingebaut? Ja oder nee? Also seid so gut, bringt einfach nochmal die Narbe vorbei. Ich mach die auf, ich guck nochmal rein, weil lieber ist mir das so, als wenn dann irgendwie was fehlt oder so, ja. Also bin mir jetzt echt nicht sicher. Weil hier so viel Wusel immer auf dem Tisch, wir haben ja zwei, drei Leute und dann schiebt sich das ein bisschen und dann rutscht das hier vielleicht hinten runter. Und jetzt habe ich das beim Aufräumen hier, denke ich so, ach du Kacke, wirst du doch nicht hoffentlich. Ach du liebes Lieschen! Aber seid so gut, wenn ihr die Zeit findet, bringt es nochmal rum. Wenn nicht, dann gebt mir irgendwie einen Kontakt. Ich habe jetzt die Telefonnummer nicht, die war natürlich noch dran am Rad. Sonst hätte ich einfach angerufen. Mache ich das über YouTube hier. Oh. Ist das meiner? Ja, das ist schon mal getrunken. Kommt hin, ja. Aber die nach oben. Oh Mann, ey. Bin ich müde. Wer kommt denn da? Kommt da wer? Freust du dich? Was ist denn so lustig? Heiß sein. Samstag haben wir nichts gemacht. Hast du einfach abgelegt, das Brötchen? Das stimmt nicht. Oh, du siehst ja ganz süß aus. Heute Nacht habe ich mir zwei Decken geschlafen, das war so heiß. War so heiß? Ja, weil ich habe zwei Decken über meinem Körper, war voll heiß. War angenehm, oder? Voll heiß. Kuschelig, oder? Voll heiß. Und, wie fandest du es? Heiß. Nicht voll ganz heiß. Ich habe deine Kuscheldecke gewaschen. Und ich habe dich eingekuschelt mit den Decken. Ich habe gesagt, oh, die muss ganz gemütlich liegen, muss sie. Ja, ich habe dich nämlich gekuschelt die ganze Nacht. Ich habe dir gesagt, voll ich schläfe heiß. bei dir. Du hast gut, du hast lange noch geschlafen, wegen dir nämlich voll heißen Decken. Neuigkeiten, Wolfgang, lies mal vor. Fast 23 Syrier von drei Tätern überfallen und vergewaltigt. Senat handelt Rettung von drei weiteren Häusern aus. Herr Karster, Wunder. Afian, Grofus und Kulintender müssen schießen. Jürgen, ja, die 38. wisst ihr doch ja nicht, wa? Die Nord haben sich ihre Aschein wiedergegeben. Ja, ist doch gut. Hast du nicht, hat er mir, naja, schon, also letzten Monat war das schon, im Juli, im August, ja. Der läuft jetzt langsam nach Hause und dann ist der Tag vorbei. Ganz genau. Ich fahre jetzt mal, ich mach mal weiter. Wolfgang. Hast du denn den gestern erledigt? Bei Obi. Was?
Wohle war so ja wieder Marsch. Ja, war schon am Freitag. Das ist schon eine Weile her. Ach, das ist schon eine Weile her, Wolfgang. Wolfgang, du bist auch nicht mehr aktuell. Nee, wenn du mich wirklich jetzt mal für eine halbe Stunde mal brauchst oder so, willst du mal wegfahren oder kannst du dir hier aushelfen, kann mit Kleinigkeit oder so. Ja. Ich sag dir Bescheid. Ja. Mach ich, mach du wirst schon was. Kein Problem, ich, ja. Ich gerne. Ich weiß. Nachbarschaftshilfe mach ich gerne, du weißt doch. Das sind Kleinigkeiten, sind, was ich hier helfen kann, ja. Mir tut das auch manchmal, wenn man die Füße tut, das auch, weil dann alles in der Seele weh. Ja. Ach, kannst du alles tun. Ist ja nicht passiert, Wolfgang. Ja, wirklich. Ey, musst keine Angst haben. Ich bin ja hier, Wolfgang. Ja. Ich renne ja nicht weg. Mach mal deins erstmal, ich mach meins, ich muss mal aufmachen. Was der für einen Schiss hat, dass der abgeschoben wird. Fertig. Alles wieder sauber. Treppe sauber, vorne sauber, drin sauber, alles sauber. Ja, Feder vom Brompton ist ein bisschen gedehnt. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ob man das gespannt kriegt. Regulär, ich wüsste schon, wie ich es mache. Ich würde zwei mit den Holzscheiben nehmen. Die eine davon einspannen. Leg einfach vorne auf auf den blauen. Also das ist so ein Viererschlüssel. Ja. Da sind vier Schlüssel mit dran. Das ist der Einzige, der vorne so, der sich von den anderen vorne deutlich unterscheidet. Ich muss das jetzt mal so machen. Na ja, ordentlich Spannung drauf jetzt. Das geht ins Gehäuse rein, das passt wieder. Toll. Super, Brompton, Feder gespannt. Geht auch so. Jetzt verdient keiner was. Ich eine Spende maximal, aber die können keine Feder verkaufen. Nächste Ding heute ist ein, wie sagen wir? Hallo. Ja bitte, Sie wünschen? Was wollen Sie? Ich wollte nur wissen, können wir nochmal sprayen? Ein bisschen sprayen und sprayen. Morgen kriegen Sie den ganzen Rad, weil dann bin ich frei für die nächsten 3 Tage. Hast du Urlaub? Morgen wird es Arbeit. Also morgen, dann muss ich da diese Sattelstütze, die bis hierhin drin steckt, rausarbeiten. Ja. Okay. Aber heute dachte ich, wir könnten doch ein bisschen mit WD-40 nichts meiner Tippe denn. Okay. Schön, was hier so steht, hä? Ja. So, dann fahre ich los. Es soll irgendwie helfen. Aber ich fahre darauf jetzt. Ich bin Tommy. Ich schaff das. Jo. Aber ich glaube von meinen 68 Kilo. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Genau. Nichts versucht. Aber wie gesagt, lass deine Telefonnummer da, weil ich muss dich ja anrufen, wenn es fertig ist. Ja, kein Problem. Keine 3 Tage hier lassen bitte, wegen Platzproblem. Kein Problem. Wunderbar. Wir kriegen es hin. Dankeschön. Ciao. Bis morgen. Ciao. So, jetzt ist es soweit, wir hatten schon mal gesprochen. Ach, das ist ja alles ewig her, deswegen weiß ich mal nicht mehr. Genau, völlig klar. Sag mal. Ja? Ja, wir machen das mal. Nee, dauert ja, ist ja eine Reparatur. Also. Mach ich nebenbei, sonst komme ich nicht dazu, weil kommt der nächste. Ja, genau. Deswegen versuch.
gucken wir das an. Zum Verleih. Hast du hier noch andere drin? Na klar, da, runter. Hier hinter. Genau. Eieiei, was hat der Tommy denn hier gemacht? Hier hat er wieder was gekauft. Ohne zu überlegen. Will ich euch mal zeigen. Stand ewig draußen im Regen. Danach stand es ewig in einem Berliner Keller. Jetzt habe ich gesagt, okay, für euch lohnt es sich nicht aufzubauen. Zu mir. Ich kaufe es. Gebt euch 30 Euro dafür. Oh ja, na. Denn zack, bumm, war meins. So, Tretlager ist durch. Ja, das ist nicht mehr schön. Oh, die Häuser wackeln schon. Naja, gucken wir mal, was ich mir hier für einen Schrott an Land gezogen habe. Na, der kam hier ein bisschen. Wunderbar, minimal. Hier, Oma, was wollte ich machen? Ach so, wollte euch den Schaden zeigen, der wirklich schlimm ist, und zwar der hier. Das geübte Auge erkennt es gleich. Ja, die da, die ist verbogen, die ist zu weit hier, nach hinten. Die gehört dahin ungefähr. Leicht verbeult vorne. Also, Gabel müssen wir tauschen, auf alle Fälle. Die hat einen schönen Unfall gehabt. Ganz Rad. Also baue ich jetzt die Gabel aus. Tja. Aber ja, Kopf gestoßen. So, wollte ich machen. Ich wollte eigentlich hier jetzt eigentlich so viel Blabla mache ich immer nebenbei, dass ich immer alles vergesse so. Dummy, mach mal hier, mach mal da. Ich guck mal hier, ich guck mal da. Ding gerade abgebrochen? Nicht dein Ernst, ey. Schützblech ab. Ich will ja nicht kaputt machen und alles fällt auseinander. Ey, Mann, ey. Ach. Ja, vielleicht ist auch schon wieder weg. Was ist denn los, Wolfgang? Ach, du möchtest reden. Was will heute ganz ein vergnatzter Tag heute bei mir. Ganz was? Vergnatzter Tag. Ein vergnatzter Tag? Wieso du? Du bist vergnatzt. Ja, ich bin egal. Ich bin den ganzen Tag vergnatzt und gefangen. Wenn sie mir am Freitag recht sagen sollen, nicht da war. Dass du kein Geld kriegst. Was? Dass du kein Geld kriegst, oder was? Jetzt schon. Und dass ich kein Kontoauszug kriege. Dann haben sie da rumgefummelt, rumgeeiert da, eine scheiß Computer, ja. Internet, die haben ja einfach verarscht, da hat gesagt, das ist online. Und dann hat er, die sehen können wieder in Kriegen. Hat gedacht, da muss dann mal kicken, weil ich kein Geld drauf habe. Dann hat er mir heute zu mir gesagt, der wird teuer. Die kennen wir, der Betreuer. Ich hab doch Betreuer, weißt du ja. Ach so. Ja, klar, da hätte man gleich sagen können. Na, das haben sie wahrscheinlich aber ohne gewusst. Hallo.
klar. Hallo, ja bitte? Okay, wir sind immer noch beim Kabel ausbauen hier. So eine Gabel kriegt natürlich nicht nochmal wieder, wa? Die schickt mir dann. Okay, passt. Schaut mal, wie dehnt das hier. Da vorne. Nicht mehr zu löten. Komm, gucken. Ich habe immer Probleme. Komm doch mal. Ich bin doch schon da. Stahlständer gucken. Du hast Stahlständer? Ja, hier gerade. Guck mal, hast du doch Video? Ich habe einen Stahlständer. Hier. Wo ist dein Video? Ja. Oh, wenn du dein Video. Ja. Läuft jetzt? Läuft. Mit Ton, vertont. Läuft bei dir. Boah, 100 Megapixel. Ah, die hatten wir schon. Ah, nee, ist ja. 10.0. Boah. Neu im Handy? Neu im Handy. Jetzt noch mit Stahlständer. Ja, genau. Ja, was wolltest du jetzt? 8 mm Inbus, ja? 8 mm Inbus. 8 mm, ja. Nackt mm Inbus. 8 mm Inbus, ja. In den Sechskant. Ja, habe ich gekauft heute. Sieht geil aus. Sieht geil aus. Schön war von den Tauben zugeschissen, aber sieht geil aus. Aha. Und, aber leider Unfall. Hier, Gabel. Achso, naja, Gabel leicht aerodynamisch. Okay, ist ja nicht mehr original, ne? Okay, liebe Leute, Schlauchwechsel beim Hollandrad. Wohlgemerkt mit der Aussage, auf einmal war die Luft weg und aus optischen Gründen hätte sie gerne den, würde sie gerne den Reifen behalten. Der ist aber nicht. Der ist aber durch. Ich habe empfohlen, einen neuen drauf zu ziehen. Möchte sie nicht. Wen haben wir denn da? Einen eifersüchtigen Ex-Freund oder was? Eine Tackernadel, aber sauber reingetackert. Beide Dinger drin. Aufgesetzt, drin getackert. Nummer 1. Nummer 2. Sauberin. Lässt schön langsam die Luft raus. Hallo, hallo. So, jetzt machen wir hier mal so ein Ding, wo ich nicht genau weiß, woran es liegt. Ist es das Schaltwerk? Ist es der Zug? Schaltwerk läuft offensichtlich, dann ist es der Zug. Ja, es ist der Zug. Ah. Zug wurde unter den Ständer geklemmt. Ja, clever, ganz clever. Okay, also der Zug ist durch. Der Zug ist durch, weil der wurde hier unter den Ständer geklemmt. Irgendjemand hat hier einen Doppelständer angebaut offensichtlich und den Zug damit eingeschraubt. Und der ist jetzt natürlich hier gerissen. Ja. Ganz großer Fehler. Natürlich
muss der Zug vernünftig arbeiten können. Ja, da wurde jetzt ein paar Mal schon durch. Hier, da ist er nämlich schon schön angerissen hier vorne. Ja. Und das geht so nicht. Das kommt dabei raus. Hei, hei, hei. Wenn man selbst bastelt. Sitzt die Kettenspannung, also. Junge, Junge. So jetzt nicht. Also das braucht man eigentlich nicht mehr einbauen. Was ist denn das? Oh man, schaut mal hier. Da fehlt ja komplett die Mutter und alle. Was ist denn da los? Hier fehlt die Mutter. Hier sind die Rädchen völlig durch. Der Zahnkranz hier völlig durch. Der Zahnkranz hier ist völlig durch. Ich würde das mal so hinstellen. Beiseite stellen und erstmal erfragen. Wie genau, was genau. You do it. Okay. Also. Hey. Mensch. Ich läute den Feierabend eine halbe Stunde noch. Ich muss alle drin bringen. Und dann ist Schicht im Schacht. Ah, sieht doch wieder ordentlich aus. Ordentlich, ordentlich, ja. Ich weiß ja, ordentlich ist relativ. Ordentlich ist bei mir relativ unordentlich. Aber ihr kennt ja auch bestimmt den Spruch, Ordnung ist das halbe Leben, die andere Hälfte ist Unordnung oder Chaos. Und ich mag Ordnung. Auf alle Fälle. Hat man ja auch wieder gesehen, so was da kommen kann, dass dann immer ein Teil rumliegt, was einen so verunsichert, dass man gar nicht mehr weiß, wie, ob man richtig gearbeitet hat. Und dann gilt das abzuklären, ist natürlich besser. Du hast das alles auf dem weißen Tuch und siehst, und wenn dann da noch was liegt, siehst du das und so fort. Kann ja alles mal passieren, ne? Ja. Also, einladen, einpacken. Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Hans. Genau. Meine Tochter holt mich ab, wir gehen jetzt und machen Feierabend. Also macht das gut. Ich hätte mir auch was zu essen gekocht. Hier, Paprika mit Würstchen und Zwiebeln und Rührei. Total lecker. Und ein bisschen Salat. Und ein bisschen Salat.